Hans Klär, Trainer von Austria Lustenau, herzlich willkommen zu unserer Vorschau auf die Fußball-Europameisterschaft. In wenigen Tagen ist es also soweit. Österreich startet in die EM-Gruppenphase mit dem Spiel am Sonntag in Wien gegen Kroatien. Wie schätzt der Hans Klär unsere Mannschaft ein? Wo liegen die Stärken, wo liegen die Schwächen der österreichischen Nationalmannschaft? Ja, unsere Stärken sind sicher der Heimvorteil, die Euphorie und die mannschaftliche Geschlossenheit, die der Teamchef dort die Mannschaft, die er geformt hat, die ist eine Einheit, die präsentieren sich auch so nach außen hin. Das sieht man auch, dass die Mannschaft einen Scharner im Prinzip abgelehnt hat, obwohl er natürlich von der Qualifikation in das Team gehört, meiner Meinung nach. Aber ich hoffe, dass diese große Stärke, diese mannschaftliche Geschlossenheit und dieser Wille und mit dem Heimvorteil, dass das das große Plus sein kann. Kommen wir zum eher unangenehmen, zu den Schwächen der österreichischen Nationalmannschaft. Naja, ich glaube, wenn wir in Rückstand geraten und dann ein Spiel machen müssen, dann wird es sehr schwer, ein Spiel, glaube ich, zu drehen, weil wir dann doch Räume öffnen müssen und dann, in der Rückwärtsbewegung oder generell vielleicht mit der Schnelligkeit der Internationalen dann nicht immer mithalten können. Aber wenn wir kompakt stehen können, könnte man das dann, glaube ich, auch kompensieren. In den letzten zwei Vorbereitungsspielen jetzt gegen Nigeria und gegen Malta hat es in einigen Situationen die Dreierkette, die Viererkette nicht so gut ausgeschaut. Glauben Sie, kriegt das der Josef Hickersberger noch in den Griff? Ja, das kann man von heraußen dann nicht beurteilen, ob er es in den Griff kriegt. Ich hoffe natürlich. Aber das sind genau solche Gegner. Vor allem Malta ist natürlich ein Spiel, das ganz konträr ist, glaube ich, gegenüber die Gruppenspiele jetzt dann in der Europameisterschaft. Da müssen wir das Spiel machen, müssen offensiv sief spielen, geben dem Gegner Räume. Und diese Gefahr müssen wir natürlich in der Europameisterschaft, glaube ich, ein bisschen vermeiden. Solange wir 0-0 oder wenn wir mal in Führung gehen, dann haben wir gute Chancen. Und wenn die schnellen Spieler, die wir da in unseren Reihen haben, können dann auch internationale Erfolge buchen. Das hat man phasenweise gegen Deutschland und in den letzten Spielen gegen Nigeria gesehen. Reden wir etwas über unsere Gegner. Am Sonntag wartet Kroatien auf die österreichische Mannschaft. Wie schätzen Sie die Kroaten ein? Nicht die Kroaten, sondern normalerweise halt wie alle jugoslawischen Mannschaften, also Ex-Jugoslawien, sehr spielstark, technisch gute Fußballer. Sie wissen halt oft nicht, auf den Endzweck hinaus zu arbeiten. Manchmal sind sie auch vielleicht ein bisschen überheblich. Und diese Überheblichkeit, die ist auch schon in den Medien da angeklungen, könnte vielleicht unser großer Vorteil sein. Außerdem, glaube ich, sind sie nicht so blendend in Form, das heißt die zwei Vorbereitungsspiele, die Kroatien da jetzt gehabt hat, waren nicht wirklich überragend, gegen Ungarn nur, glaube ich, 1-1 gespielt, also da sieht man, dass die Mannschaft da jetzt noch nicht wirklich sich gefunden hat und vielleicht können wir diese Unsicherheit und vielleicht auch ein bisschen die Überheblichkeit ausnutzen. Und weiter geht es dann gegen die Polen, eine Mannschaft, wo wir in der letzten WM-Qualifikation weniger gute Erfahrungen gemacht haben. Wie schätzen Sie diese Chancen für die österreichische Mannschaft in diesem vielleicht schon vorentscheidenden Spiel? Ja, Chancen haben wir, wenn man zu Hause spielt, natürlich in jedem Spiel, auch gegen Polen. Andererseits ist Polen wird immer sehr unterschätzt, auch in den Medien und generell glaubt man immer Polen, das ist in unserer, sagen wir mal, nicht nur Reichweite, sondern wir sind genauso gut wie Polen. Nur muss man, glaube ich, schauen, wir haben in der Qualifikation da in der letzten nicht gut ausgeschaut gegen Polen. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die uns generell nicht so liegt, von der Spielanlage und so weiter. Also es wird ein ganz schwieriges Spiel. Also meiner Meinung nach ist das fast schwieriger als gegen Kroatien und es wird natürlich sehr viel auch abhängen vom ersten Spiel, wie wir dann in das Spiel gegen Polen reingehen können. Müssen wir da gewinnen oder reicht vielleicht sogar ein Punkt dort? Also ansonsten schätze ich die Polen eigentlich sehr stark ein, kompakt und in den letzten Jahren haben sie sich für jedes Turnier qualifiziert. In Spiel 3 kommt es dann zum großen Duell mit dem Nachbarn, mit Deutschland. Die deutsche Mannschaft wird als Favorit gehandelt. Wie sehen Sie diese Elf von Jogi Löw? Ja, Deutschland ist eine Turniermannschaft, deswegen glaube ich, gehört es zu den Favoriten. Auch weil sie vielleicht bei der WM relativ gut abgeschnitten haben. Ich glaube, dass sie diesen Erfolg heuer nicht wiederholen können. Obwohl ich jetzt da vor kurzem erst wieder gehört habe, was der Gary Lineker gesagt hat, ein Spiel endet und am Schluss Ende gewinnen immer 90 Minuten dauert ein Spiel und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Ich hoffe, dass dieser Satz nicht gegen Österreich ist, dass wir mitspielen, so wie beim letzten Mal, auch vielleicht Chancen haben, dominieren und dann am Ende vielleicht Österreich gewinnt. Ja.
Die Achillesferse der deutschen Mannschaft wird wahrscheinlich die Verteidigung unter Thomann sein. Sieht das der Hansi Klär gleich? Ja, sie haben jetzt in den letzten zwei Spielen, das eine Spiel habe ich gesehen, in der Abwehr sehr große Probleme, auch personelle Probleme, weil der Metzelder halt so lange verletzt war. Aber ich glaube, das muss halt dann der Teamchef entscheiden, aber ich glaube, er hat vielleicht die eine oder andere Alternative, aber wahrscheinlich nicht so gut wie der Metzelder, der halt in Topform schon sehr gut gespielt hat in der WM. Und ich glaube schon, dass die Deutschen Probleme haben in der Abwehr. Andererseits glaube ich auch immer wieder, die Mentalität der Deutschen ist so, dass sie dann auf dem Punkt X bei einem Turnier wieder voll da sind, vor allem physisch und auch psychisch. Reden wir darüber, was der Hansi Klär persönlich glaubt. Wer sind so deine Favoriten auf den Europameisterschaftstitel? Ja, persönlich würde es mich freuen, wenn einmal Holland sehr weit kommen würde. Es ist generell eine Mannschaft, die halt von der Attraktivität her sehr schön anzuschauen ist. Ansonsten glaube ich, dass Italien und Frankreich, die beiden Mannschaften, wenn sie nicht vielleicht sogar in der Vorrunde, sogar wenn sie in einer Horrorgruppe da drin sind, ausscheiden, sehr weit kommen. Und ich glaube auch, dass die Portugiesen heuer diesmal sehr, sehr gute Leistungen bringen werden. Fußball-Großereignisse leben oft von Überraschungsmannschaften. Was glauben Sie, welche Mannschaft kann bei der Euro 08 überraschen? Ich glaube, eine Überraschungsmannschaft wird eine Heimmannschaft sein, entweder Österreich oder Schweiz. Und eventuell vielleicht überraschen könnte auch die Türkei, je nachdem wo sie spielen, durch den fast halben Heimvorteil. Also die haben auch immer Mannschaft, wo sehr viele junge Spieler jetzt in letzter Zeit auch in der Qualifikation sehr gut gespielt haben, die in Deutschland spielen und so weiter. Und die da jetzt da vielleicht für mich eine Überraschung bringen können. Danke.